Aber jedenfalls haben wir schon als Kinder eine gewisse Sympathie gehabt. Ich erinnere mich an einen Kindergeburtstag, da müssen wir beide 10 Jahre alt gewesen sein. Oder 11. Nicht 10. Du musst 11 geworden sein. Aha. Naja, ist ja egal. Jedenfalls waren wir solche kleinen Kinder. Und ich durfte 3 oder 4 Leute zum Kindergeburtstag einladen. Und einer kam aus derselben Klasse, das war Luki. Nein, da kam noch jemand aus der Klasse. Wir haben nämlich ein Foto von diesem Gruppen. Kann er noch, außer dir. Doch, links sitzt irgendjemand. Gucken wir uns im Hause an. Ja. Und ich erinnere noch ganz deutlich, das hat Helmut mir erzählt, dass er mal zu seiner Mutter gesagt hat, und Frau Glaser, die malt immer, du solltest vielleicht auch mal malen, Mutti. Habe ich gesagt? Ja, das erinnere ich noch ganz genau. Und bei uns war es sehr unkonventionell. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen Helmuts und meinem Elternhaus. Also meine Eltern liefen zum Beispiel durchaus auch mal nackt durch die Wohnung. So dass der Unterschied zwischen Männern und Weiblern uns nebenbei selbstverständlich war. Das war kein Problem. Das hätten meine Eltern nie im Leben getan. Das war zum Beispiel ein Unterschied zwischen deinen und meinen Eltern. Mein Mann war einer der Kleinsten und ich war die Längste. Und trotzdem, wir waren befreundet, weil wir